Wir sind bei der Bewerbung zum Eurovision Song Contest beim Kiez Club um die Ecke, wo du bei der Wildcard Show mitgemacht hast. Für die, die das nicht wissen, Deutschland hat in den letzten Jahren immer eine Wildcard vergeben und da durfte man dann in die deutsche Vorentscheidung einkommen. Und du hast eine Bewerbung eingereicht und bist aus über 1250 Bewerbern ausgesucht worden und warst unter den letzten 10 beim Wildcard. Soweit richtig. Ja, genau. Wie kamst du auf die Idee, dich da zu bewerben? Frisch von New York zurück. Naja, ich saß in meinem Auto und habe das irgendwie bei Enjoy gehört und dachte mir so, gut, kann man ja mal versuchen. Ist eh gerade alles irgendwie scheiße bei dir. Und ja, dann habe ich mich einfach irgendwie da beworben. Und dann habe ich das aber auch verdrängt. Also ich habe daran gar nicht gedacht, Was weil ich hast du denn dachte, eingereicht eigentlich? Ein Lied aus New York? mein Musikvideo von Get Over Yourself, ja, Okay. weil das, man sagte, ja, man so, kann sich mit einem eigenen Song irgendwie bewerben. Und dann habe ich das gemacht und ja, habe das aber dann wirklich vergessen. Also ich habe dann sowieso gedacht, das wird nichts und ja, dann habe ich halt einen Anruf bekommen. Der So. berühmte Anruf. Und das ging Ja. dann direkt in die große Freiheit. Das heißt, du warst beim Clubkonzert und hast ja da dieses auch gewonnen, hast Jump the Gun gesungen. Genau. Ein Lied, das aber dann nicht aus deiner Feder war, sondern dir geschrieben wurde. Wie kam das? Naja, also ich hatte mich ja mit meiner Single Get Over Yourself beworben und die war laut Regeln schon zu bekannt. Und deswegen, obwohl sie keiner kennt, aber. Ja, ich glaube, es darf irgendwie mehr hat was mit Veröffentlichkeitsdatum zu tun oder sowas. Ne? Nee, auch Auch nicht, nicht? Auch nicht aber wirklich, die hatte okay. irgendwie ein paar tausend Klicks und so auf YouTube Das und das reicht war, er dann. hatte irgendwie schon gereicht. Egal, und dann musste irgendwie, genau, wurden mir drei Songs vorgeschlagen. Und dann habe ich, da war auch Black Smoke schon dabei, also war Jump the Gun, Black Smoke und noch ein anderer. Und ich wollte halt sofort Black Smoke haben, weil ich fand Black Smoke halt einfach mega cool. Und dann haben wir den Song aber nicht bekommen. Und dann wurde mir 3 Tage vorher Bescheid gesagt, dass ich Jump the Gun singen muss. Und ich so, Mist, den muss ich ja noch lernen. Und ja, dann habe ich den dann gesungen. Und Ja. kamst mit einem super schönen roten Outfit, ich sehe es noch wie heute, auf die Mm, Bühne, der Hosenanzug. der Hosenanzug und hast dich aber bewegt, meine Fresse, da ging mir aber einer ab, sag mal. Und naja, entschuldige mal, denn das muss man sagen, wer sich das Ding anschaut, ja, da waren ja 9 Nulpen dabei, entschuldige mal. Also ich dachte immer, oh Gott, die sollen Deutschland vertreten, die sollen Deutschland vertreten. Singen können sie nicht, tanzen können sie nicht, gut ausschauen können sie nicht. Und dann warst du, glaube ich, relativ weit hinten bei dieser Wildcard-Show, von der Startnummer her 8, 9 oder irgendwas Ja, sowas, ne? Und genau. dann denke ich mir, ah, die kann singen, die kann tanzen, super, die sollte fahren. Und siehe da, sie fuhr nach Genau. Hannover zum deutschen Vorentscheid. Ja. Da durftest du dann beide singen, Jump the Gun und endlich auch Black Smoke. Die Genau. Rechte war eine rechte Frage wahrscheinlich oder so. Ne? Genau, Und ja. hast du auch relativ schnell gesagt, das ist dein Favorite Song. Und bei der deutschen Vorentscheidung war es so, da waren, glaube ich, auch 8 in diesem Fall im Rennen, wurden dann minimiert auf 4 und dann nochmal auf 2. Und für alle, die das nicht wissen, das war ja immer TED-Umfragen, man konnte da immer anrufen oder was weiß ich, appen und so weiter. Und du warst am Ende im Finale mit Andreas Kümmert, der hat ja auch irgendwas mal gewonnen hier in Deutschland, Voice oder so, und hast mit dem das Finale bestritten. Um diesen Startplatz in Wien. Und dann hat er aber etwas gebracht, wo, glaube ich, allen Fernsehzuschauern die Klappe aufging. Er hat gesagt, Ja, mag nicht gehen. ja, super. Und da hast du dir gedacht, in dem Moment, also es war ja klar, er hat gewonnen, du hast gedacht, bist Zweitplatzierte, alles klar. Was ging dir denn da durch den Kopf? Als er gesagt hat, er geht nicht, Ja. habe ich nicht gehört. Dann hat er das nochmal gesagt und dann war ich völlig perplex und dachte mir so, hä? Hä? Das war überhaupt gar keinen Sinn. Das ist auch scheiße, die wollen ja alle gar nicht, dass ich fahre. Ja. Also so, weil. Ja, ist auch scheiße, ja. Er Ja, hätte ja irgendwann mal für mich haben vorsagen halt nur können. popelige 20% gewotet. Ich meine, was soll ich denn damit? Ja. Ja, egal. Und dann stehst du da und weißt das und denkst so, okay, Und die gut. Olle Schöneberger stand nämlich auch Ja, da. 3, 2, 1, sing jetzt. Und ich war noch so, ich habe das gar nicht Ja, die hat so. nämlich einfach gesagt, also das hat sie ja auch später in der Ich Pressekonferenz wurde nicht mal erzählt. bezahlt dafür. Was? Oh Gott! Ja, du kriegst gleich noch einen Wein auf meine Kosten. Die Schöneberger hat gesagt, also sie hatte so einen Knopf im Ohr mit der Regie und man merkte ja auch, was machen wir denn jetzt? Und es kam wohl gar keine Ansage von der Regie, von der Produktion, Norddeutscher Rundfunk und so weiter, sondern der war still. Und sie hat ja dann am Ende entschieden, dann fährst halt du jetzt.
Das vielen ist Dank dafür, Mann. Das ist eine Nummer. Und entschuldige mal, und das finde ich das Geile, du bist gefahren und hast es plötzlich die Fahrkarte nach Wien. Ja. Didim.